Bei uns in der Gegend lernt man sich sehr leicht kennen, denn die Tore der Gutsbesitzer stehen einem jeden offen. Ich kam also in den 1880er Jahren zu der Familie Bardusowski, wie eben ein Edelmann in das Haus eines anderen kommt. Ohne viel Umstände. Dafür aber, besonders im grimmigen Winter, bald jeden Abend. Ihr Herrenhaus lag auf einem kleinen Hügel und unmittelbar hinter demselben stiegen die grünen Vorberge der Karpaten empor. Die Familie hatte sehr viel Angenehmes an sich. Das Beste aber war, dass die anmutige Angela, die Tochter des Hauses, bereits in aller Form verlobt war, man sich also ungezwungen unterhalten und sogar, was Polinnen gegenüber unerlässlich ist, ihr ein wenig den Hof machen konnte, ohne gleich für einen Bewerber gehalten zu werden. Der Bräutigam der schönen Angela war ein Gutsherr aus der Nachbarschaft und nannte sich Manwed Werowski, ein hübscher junger Mann mit blitzenden Zähnen, kurzem, gelocktem, dunklem Haar und schmachtenden Augen. Neben uns beiden war stets noch ein dritter junger Herr anwesend, der die Gewohnheit hatte, immer zu spät zu kommen. Dies war offenbar sein Schicksal, denn er war auch bei der Tochter des Hauses zu spät gekommen. Er war der Pächter eines Nachbarguts und hieß Maurizi Konopka. Allabendlich erschien er nie anders als im Frack, weißer Weste, Glacé-Handschuhen und Ballschuhen. Da er stets erst ankam, wenn sich der ganze Kreis bereits versammelt hatte und sich überdies alle Mühe gab, gleich einem Gespenst unhörbar einherzuschreiten, so erblickte man ihn gewöhnlich erst, wenn er auf seinen leichten Sohlen zum allgemeinen Entsetzen bereits mitten im Zimmer stand. In der Nähe von Manwed Werowskis Gutshof lag einsam auf einem breiten und flachen Felsen das alte, halb verfallene Schloss Tartakow, über das mancherlei unheimliche Sagen in Umlauf waren. Einmal, an einem schwermütigen Winterabend, während der Schnee mit weißen Geisterfingern leise an die vereisten Fenster pochte, der Wind dem roten Kaminfeuer wunderliche Melodien entlockte und in weiter Ferne ein Wolf heulte, brachte Angela unerwartet die Rede auf dasselbe. Noch etwas Tee, Herr Werowski? Ah, sehr gerne, Frau Bardusowska. Wenn du gerade dabei bist, schenk mir bitte auch noch eine Tasse ein, meine Liebe. Natürlich, mein Lieber. Haben Sie schon gehört, dass die Ruine des Schlosses Tartakow bewohnt sein soll? Wer kann in dem öden, zerbröckelten Mauerwerk wohnen als etwa Eulen, Dohlen oder Raben? Nun, es gibt allerhand Bewohner dort, wenn man dem Gerede der Bauern Glauben schenken darf. Mhm. Bitte, Ihr Tee. Ah, danke. Eins ist gewiss, dass ein alter, grauer Mann dort oben zu sehen ist, eine Art Kastellan. Er trägt offenbar Kleider, wie man sie vor vielen hundert Jahren getragen hat. Und unsere Bauern behaupten, er sei an die 1000 Jahre alt. In einem großen, wohlerhaltenen Saal soll überdies ein zauberhaft schönes Marmorweib mit toten, weißen Augen stehen, das in gewissen Nächten lebendig wird und durch die düsteren Gänge wandelt. Seltsame Stimmen seien dann zu vernehmen. Ein wildes Heulen, ein schmerzliches Klagen, ein süßes Locken. Ach, was Kind. Das ist bloß eine Eolsharfe. Ich habe sie selbst gehört, als ich einmal an dem Schloss vorbeiritt. Aber bei den vielen Geschichten, die man sich über das Schloss erzählt, muss doch einfach irgendetwas dran sein. Denn sonst... Wer weiß. Der Boden hier scheint durchaus von Dämonen reich bevölkert zu sein. Weshalb sollte es hier also nicht auch allerlei Spuk geben? Und ein schönes Weib aus kaltem Marmor, dessen weiße Glieder zur Mitternachtsstunde das warme Blut des Lebens durchströmt. Oh. Nur zu gerne würde ich wissen, was es mit dem alten Schloss auf sich hat. Die Wahrheit will ich euch sagen, ihr jungen Leute. Oh. Das Wahre an der Sache ist, dass in der Tat in dem großen Saal des Schlosses ein herrliches Marmorbild zu sehen ist, welches ein schönes Weib darstellt. Ach. Ja, geradezu ein Wunder von einem Weibe. Oh.
Einige behaupten, ein Vorfahr der Familie Tartakowski sei mit dem Roten Kreuz auf der Brust nach Palästina gezogen, um das Heilige Grab zu befreien, und habe aus Byzanz ein Venusbild von der Hand eines griechischen Künstlers gefertigt, mitgebracht. Oh. Andere wiederum erzählen, dass eine durch ihre Schönheit und durch ihre Laster berühmte Dame aus der Familie Tartakowski sich von einem italienischen Bildhauer in dieser Weise habe abbilden lassen. Und zwar in einem Kostüme, das nicht der Mode unterliegt und das schon Eva im Paradiese getragen hat. Notabene vor dem Sündenfall. Dies soll zur Zeit des Benvenuto Cellini geschehen sein. Und die schöne Dame war Marina Tartakowska. So ist es. Aber, Herr Konopka, sehen Sie, was Angela gemacht hat, weil Sie sich wieder so angeschlichen haben. Dass Sie uns immer so erschrecken müssen mit Ihrem Erscheinen. Ich bitte um Vergebung und falle den Herrschaften zu Füßen. Es gibt von Marina Tartakowska auch ein lebensgroßes Ölporträt. Es hängt in einem düster getäfelten Zimmer des Schlosses.